Wir sind Anonymous. Der heutige Beitrag: Verrat am deutschen Volke. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, Anonymous hat sich die letzten Tage mit Ihrer überzogenen Politik beschäftigt und ist fassungslos. Wir schreiben Ihnen als anonyme Bürger, die sich unter Ihnen befinden. Immer noch stehen die Massen hinter Ihnen und klatschen auch noch Beifall. Sie brechen Ihren Amtseid als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Sie haben sich am 28. Oktober 2009 zum zweiten Mal zur Bundeskanzlerin vereidigen lassen und haben den Eid abgelegt, der da lautet: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Frau Bundeskanzlerin, sollten Sie sich nicht an diesen Eid gebunden fühlen, dann haben Sie nichts mehr im Amt des Bundeskanzlers oder einer anderen politischen Position zu suchen. Normalerweise sollten Sie das Grundgesetz achten und schützen sowie den größtmöglichen Schaden vom deutschen Volk abwenden. In der ganzen Zeit Ihrer Amtsperiode haben Sie sich an keinen dieser Punkte gehalten. Sie schicken Milliarden von Euro in andere Länder, die selbst dafür verantwortlich sind, was mit ihnen passiert ist. Sie übergehen das Volk und sorgen sich mehr um andere Menschen als um ihr eigenes Volk. Dem Bundeskanzler sollte zu jeder Zeit das Wohl des eigenen Volkes mehr am Herzen liegen als alles andere. Die EFSF-Entscheidung ist ein Verrat am deutschen Volk. Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland lacht die Welt. Was die Parteienvertreter gestern bezüglich des EFSF entschieden haben, ist ein Ereignis von historischer Tragweite und wird aller Wahrscheinlichkeit nach in den Geschichtsbüchern der Zukunft als eine aus Habgier, Inkompetenz verbunden mit einer Prise krimineller Neigung getroffenen Entscheidung eingehen. Frei nach dem Motto: Wer das Recht macht, kann rechtlich nicht belangt werden. Dass alle Versprechen hinsichtlich der Stabilitätskriterien und Rettungsvolumen in der Vergangenheit über Bord geworfen worden sind, müsste allen zwischenzeitlich klar geworden sein. Zu dem reformierten Rettungsfonds von 123 auf 211 Milliarden Euro kommt noch ein Puffer von 20% für unvorhergesehene Notfälle. Des Weiteren muss der EFSF Zinsen zahlen, wenn er sich zur Finanzierung seiner Hilfsmaßnahmen Geld am Kapitalmarkt beschafft. Nach einer Analyse der Deutschen Bank kann sich damit die deutsche Bürgschaft sogar auf rund 400 Milliarden Euro verdoppeln. Da in diesem Fall das Feuer mit Benzin gelöscht wird, wird es den Prozess nur beschleunigen. Laut diverser Umfragen sind ca. 90% der Bevölkerung gegen die Erweiterung des Rettungsschirms, aber die sogenannten Volksvertreter stimmten zu ca. 90% dafür, die sich selbst danach feierten. Es ist symptomatisch, dass regelmäßig die Umfrageergebnisse, die die essentiellen Anliegen der Bevölkerung betreffen, im krassen Gegensatz zu der später getroffenen Entscheidungen der angeblichen Volksvertreter stehen. Denn die Politik basiert immer auf Täuschung und ist außerdem die Kunst, die Leute daran zu hindern, sich um das zu kümmern, was sie angeht. Da ja jedes Volk die Politiker hat, die es verdient, scheint sich auch keiner die Frage nach dem Warum zu stellen. Wenn man sich aber mal detailliert die Augsburger Politpuppenkiste anschaut, da sollte man seinen Blick nach oben richten, um zu erkennen, wer die Fäden zieht. Ein weiser Spruch sagt: Sag mir, wer dich zum König gemacht hat, und ich sage dir, was für ein König du bist. Der Präsident des amerikanischen Bankenverbands Philip Abendzoon schrieb am 8. Juni 1939: Es gibt keinen direkteren Weg, um die Kontrolle über eine Nation zu erobern, als über ihr Kreditgeldsystem. Es geht nicht um den Menschen, sondern es geht nur um das Geld und das dazugehörige Finanzsystem, das zum Gott unserer Zeit erhoben wurde. Dabei ist das Hauptproblem am Weltfinanzsystem das zinsbelastete Geld, das aus dem Nichts erschaffen wird. Dieses System ist Ursache für Kriege, Hungersnöte sowie Geldentwertungen, die Inflation und die Hyperinflation. Laut Weltkatastrophenbericht des Roten Kreuzes 2011 hungern 1 Milliarde Menschen auf der Erde und 3 Millionen Kinder unter 5 Jahren sterben jährlich an Unterernährung. Bei den Ereignissen, die sich in naher Zukunft ereignen werden, werden die Bürger Deutschlands ihre Ersparnisse und damit ihre Lebenszeit beraubt, da sie für das Geld, was sie für geleistete Arbeit bekommen haben, einen Teil ihrer Lebenszeit einsetzen.
Es gibt keinen heimtückischeren und sichereren Weg, das Fundament der Gesellschaft zu zerstören, als ihre Währungen zu entwerten. Dieser Vorgang stellt alle verborgenen Kräfte der wirtschaftlichen Gesetze in den Dienst der Zerstörung, und in dies in einer Weise, die nicht einer unter einer Million erkennen kann. George Orwell, 1984. Anonymous fordert nun die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland auf, das Amt des Bundeskanzlers sofort abzulegen und zurückzutreten. Sie haben mehrfach Hochverrat am deutschen Volke verübt und sind somit in den Augen von Anonymous und aller anderen Bürger nicht in der Lage, diese Nation zu führen. Sie nehmen ihrem Volk das Geld, streichen Sozialleistungen, erhöhen sich selbst ihr eigenes Gehalt, streichen das Kindergeld von Hartz-IV-Empfängern und wundern sich, warum unsere Geburtenrate zurückgeht. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Deutschland endgültig in den Ruin getrieben wird, und das alles nur wegen ihrer Inkompetenz und falschen Methoden, die Europäische Union zu beschützen. Wir sind Anonymous, wir sind eine Legion, denn wir sind viele, vereinigt als eins, geteilt durch null. Wir vergeben niemandem, der das eigene Volk verrät. Wir vergessen niemanden, der das eigene Volk verrät. Erwarten Sie uns.